befinden uns hier in der Welt der Plüschtiere. Welches von den ganzen Tieren hat es denn Ihnen am meisten angetan? Am meisten angetan hat mir das kleine Schäfchen Wally Sunshine. Das ist unser Frenchie. Ist aber auch süß. Und ist mir dieses Jahr besonders ans Herz gewachsen, weil von jedem verkauften Wally Sunshine und auch Blackie Moonlight werden wir 1 Euro an den Verein Club Autermann spenden. Das ist ein Verein, der am Klinikum Nürnberg Süd hier um die Ecke hauptsächlich Nachsorge für chronisch kranke Kinder leistet und die Unterstützung brauchen, um eben ihre gute Arbeit fortsetzen zu können. Wie kamst du zu dem Gedanken? Vor vielen Jahren gab es in der Kinderklinik in Nürnberg mal eine Ärztin, die aus Zufall auf unser Schäfchen gestoßen ist und sich in dieses Schäfchen verliebt hat. Und die hat damals eben eine kleine Geschichte entwickelt, um Kindern die Angst vor dem Besuch im Krankenhaus zu nehmen. Das heißt Wally im Krankenhaus. Und seitdem hat sich dieses kleine Schäfchen zum heimlichen Helden der Kinderklinik entwickelt. Und im vergangenen Jahr ist eben auch der Klabautermann e.V. darauf aufmerksam geworden und wollte das Wally gerne für eine präventive Kampagne verwenden. Und es hat uns den Anlass gegeben, das kleine Wally wieder aufleben zu lassen. Also ich sehe hier unglaublich viele verschiedene Plüschtiere. Was habt ihr für ein Konzept? Wie geht ihr daran? Wir machen eigentlich Plüschtiere für alle Altersklassen. Es soll nicht nur für Kleinkinder sein. Wir versuchen auch immer, die Herzen von Erwachsenen anzusprechen. Und deswegen ist unser Sortiment eigentlich für alle Altersgruppen geeignet. Und das macht uns auch den meisten Spaß und gibt uns viel kreativen Freiraum. Also ich, wenn mir was aussuchen dürfte, ich würde den Affen da hinten nehmen, der so hängt. Und den werde ich mir dann am Ende der Messe holen. Genau. Schöne Messe. Dankeschön. Tschüss.